Ah, hier ist er wieder, euer Vogelkampf. Ich bin hier mit dem Rheinmetall-Vorsicht-Waffenträger unterwegs. Das ist ein 4.8er TT der Deutschen. Und ihr habt euch ja, als ich die Garage vorgestellt habe mit den deutschen Fahrzeugen, euch mal TT gewünscht mit drehbarem Turm. Und ich habe mich mal für den Rheinmetall-Vorsicht-Waffenträger entschieden, weil ich ewig nicht mehr gefahren bin. Und man ihn auch nicht ganz so oft mehr sieht, weil er ist etwas langsamer und viele spielen lieber den Scorpion, weil der Scorpion im Achterbereich fast das gleiche erfüllt wie der Rheinmetall, bloß beim Scorpion kriegt man halt noch mehr Kohle. Ja, super. Naja, machen wir mal weiter. Es gibt hier zwei verschiedene Kanonen, die man verbauen kann, die 12.8er und 15 cm Kanone. Ich habe die 12.8er verbaut. Sie schießt schneller, präziser, hat mehr Durchschlag. Und ich will mit diesem Fahrzeug eigentlich auf Entfernung kämpfen. Wieso auf Entfernung kämpfen? Er besitzt in dem Sinne keine Panzerung. Die Panzerung 20 mm frontal, 10 mm seitlich und 8 mm Heck. Also das ist keine Panzerung, das ist so viel Blech, die Fahrzeugstruktur zusammenzuhalten. Und ehrlich gesagt, seht ihr ein oder wisst, wo einer grob steht, ladet AE und gebt ihm eine ordentliche AE-Schelle. Das bringt viel mehr, als wenn ihr panzerbrechend schießt. Also mit HE ist dieser Panzer einfach zu löchern. Und ja, machen wir mal weiter mit den technischen Daten. Die Geschichte kommt zum Schluss. 5 Grad Negativrichtbereich hat die Kanone. Das ist heutzutage nicht mehr viel. Aber auf, ich sag mal, offene Maps funktioniert er ganz gut. Und ich will mit ihm, wenn am liebsten, offene Maps haben, weil er ist sehr langsam. Und er hält nichts aus im Schlagabtausch. Ja, 15 Grad Positivrichtbereich, also nach oben kriegen dafür gerichtet. So wie ich ihn fahre, mache ich theoretisch 3030 Schadenspunkte die Minute. Das ist auch mehr, als ich eigentlich auf 15 cm machen könnte, rechnerisch. Soweit ich weiß, pro Minute. Deswegen fahre ich gerne die 12.8er. Und die Durchschlagswerte und Einzelzeiten sind besser. Ja, 246 mm Durchschlag mit Standardgranaten, 310 mit Premiumgranaten und 65 mit HE-Granaten. 490 Schadenspunkte im Durchschnitt mit Standard- und Premiumgranaten und 630 mit HE-Granaten. Ja, Geschwindigkeit ist... ist kein schneller Panzer, deswegen spiele ich auch ganz gern den Scorpion Gewehr. Nicht nur, weil gleiche Kanone, mehr Kohle. Der Scorpion Gewehr ist auch wesentlich schneller. Und mit 35 km/h, naja, also ein Panzerjäger ist es nicht in dem Sinne. Und wenn das Gefecht sich schlagartig ändert, kommt man auch nicht so schnell weg. Deswegen auf Entfernung spielen diesen Panzer und auf seine Chance warten. Und machen wir mal ein bisschen geschichtlich. 1942 bis 1944 ist dieses Fahrzeug entwickelt worden. Es sollte als Artillerieträger genutzt werden, sprich ein Artilleriesystem, das auch hier schießen kann, während es auf dem Fahrgestell ist. Es stellte sich aber raus, dass es sehr teuer werden würde, es zu produzieren, und auch sehr kompliziert. Kompliziert ist nicht gut, teuer ist auch nicht gut. Wenn man daran denkt, dass zum Beispiel Anfang des Zweiten Weltkrieges viele Artillerieeinheiten noch mit Pferd und dahinter gehängt die Kanone losmarschiert sind, und dann hier so kompliziert und teuer, wenn man vielleicht für den gleichen Preis zwei einfache Varianten wieder umbauen konnte oder so. Also
lieber robust, günstig, wurde sich hier entschieden und dann wurde das halt eingestellt. Ist nie eine Truppe reingekommen. Voll lieber ein Turm, falls ich das noch nicht gesagt habe, hat das Fahrzeug auf. Und ihr seht, ich versuche mal beim Angriff zu helfen, jetzt hier bei der Verteidigung zu helfen und nicht so dicht an den Gegner ran zu müssen, damit er mich nicht zusammenschießt. Ups, da haben wir doch schon was. Das kann der Burgekat besser, aber so ist es halt. Es klappt nicht immer alles, was man sich vornimmt. So, hier schieße ich eindeutig auf den KV-3, weil meiner Meinung nach dieser Spieler gefährlicher ist als der andere. Das sehe ich hier aufgrund seines BN8-Profils. Und das ist auch ein Teil des Geheimnisses, wieso manche gute Spieler ja rausgefokust werden oder besondere Zuneigung vom Gegner bekommen. Und lieber habe ich als Endgegner einen unerfahrenen Gegner als einen starken Gegner. Hier habe ich den starken Gegner in der Position, wo er nicht ganz abhauen kann. Ui, da ist was abgeprallt. Wieso ist hier was abgeprallt? Ich glaube, das nehme ich als Wunder hin. Eigentlich prallt hier gar nichts ab. Der muss mich an der Kanone wohl getroffen haben oder so. Oder an der Kette. Oh oh. Da ist also eine Superheld-Kette, die geht nicht mal, wenn sie feuert. Also kümmern wir uns um was anderes. Und zwar kümmern wir uns darum, unseren letzten Mitspieler zu unterstützen. So. Ja, von ehemals aussichtslos zu könnte was werden. So schnell geht das. Ach ja, Tier 8er Premium Tank Destroyer, den Scorpion 8, fahre ich sehr häufig. Ich habe es, glaube ich, schon angedeutet oder erwähnt. Es gibt mehr Credits, es gibt mehr Erfahrung und er kann fast alles, was der Rheinmetall vor sich Waffenkrieger kann. Wir haben, kann man sagen, fast die gleiche Kanone. Der Scorpion ist schneller, hat aber schlechtere Fahrenwerte. Der Rheinmetall vor sich auf großen Maps teilweise braucht man irrsinnig lange, um einfach nur da die Flanke zu wechseln. Aber natürlich hat er dafür wesentlich bessere Fahrenwerte. Ja, die 15 cm Kanone hat natürlich mehr Streuung, längere Einzielzeit und weniger Durchschlag mit Standardmunition, was natürlich bedeutet, man müsste eigentlich, um einen sicheren Treffer zu landen, dichter ran. Wenn man sicher trifft, ist noch nicht gesagt, dass man den Gegner durchschlägt. Von daher, ui, das ist super. Von daher, die 12-8er finde ich eine gute Wahl. Wenn man ein paar Goldgranaten mit hat, kann man sogar im 10er-Gefecht bestehen, wo man nicht unbedingt auch die Gold-, sprich Premium-Granaten schießen muss. Da kann man auch mal mit der Standardmunition, wenn man weiß, grob, wo die Schwachstellen der Gegner sind, auch in die 10er-Gefecht Löcher machen. Tja, dann wollen wir mal gucken. Ich habe gesagt, ich gehe cappen. Du sagst, er geht. Und wäre doch nicht total unmöglich, dass wir jetzt hier noch gewinnen. Die Suche ist zwar ein One-Shot, aber ich hoffe, ich kann noch mal, wenn ich auf den Scorpion, Quatsch, auf der Super-Hellcat treffe, oder was ist das hier?
wenn ich auf der Helke treffe, hoffe ich, dass ich dann da überlebe. Also, ich kann mir sicherlich einen Treffer einfangen. Du wohl nicht. Also hoffen wir mal, dass wir das jetzt über die Runden bringen. Oh, da ist die Superhellkette und jo, damit sind wir durch. Wir haben gewonnen. Kommen wir zur Auswertung. So. Eine zweite Klasse ist es gewesen. Ein Wirkungsfeuer. Ja. 12 Schüsse abgegeben. 8 mal getroffen, 7 mal Schaden gemacht. 2891 Schadenspunkte waren das hier. Auf über 300 Meter Entfernung waren es 1267 Schadenspunkte. Ich habe 2 Treffer erhalten. Das war ein Wirkungstreffer. Einer hat nicht durchschlagen. Das war verdammtes Glück bei der Panzerung. Ich habe es ja schon gesagt. 20 mm Frontpanzerung, 10 mm seitliche Panzerung, 8 mm am Heck der Wanne. Und einmal Flächenschaden habe ich noch erlitten. Ein Gegner habe ich entdeckt, 4 beschädigt, 2 konnte ich vernichten. Ja, finanziell gesehen 21.871 Credits. Reingewinn. Ohne Primäraccount wären es noch 8.682 Credits Reingewinn gewesen. Und ich habe hier insgesamt 3.741 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe keine persönlichen Reserven an. Und ja, was soll ich noch zu dem Fahrzeug sagen, was ich im Gefecht nicht gesagt habe? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht als kleines Gimmick hier mal. Ich mache mal die 12.8er auf Kanone. Dann gehen wir in der Garage und machen mal die 12.8er beim Scorpion auf. Und ihr seht, im Grunde genommen sind es dieselben Kanonen. Bloß die Streuung und die Zielerfassung ist sogar noch etwas besser beim Scorpion G. Dafür feuert sie nicht ganz so schnell. Aber die Durchschlagswerte, die Schadenswerte, eine und dieselbe Kanone. Und deswegen habe ich wirklich den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger nicht so oft gespielt. Und lieber einen Scorpion gespielt. Gleiche Kanonenleistung und mehr Credits bekommen und Erfahrung damit ein Scorpion. Ja.